Ja, gut, wir spielen dann heute hier den Warten-Simulator. Warte. Heute mit dabei ein Schokocookie. Da. Warte, Eine warte, freundliche warte. Unterstützung von Klebeband. Und, Ist das auf dem Schreibtisch? ja, ne, ich muss ja mit Klebeband mein Handy am Stativ festkleben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead Space 3. Heute vielleicht, wenn man es merkt, mit einer anderen Kamera als Facecam. Oh. Glaube, ich bin auf dem Kopf. Minimal, ja. So, ich muss hier nochmal ein bisschen richten. Richten, so. Denn meine Spiegelreflex ist heute nicht aufgeladen und nicht da und sowas. Und deswegen nehme ich heute mit meinem Handy auf. Sieht auch sehr professionell aus. Wenn ich dran denke, kann ich hier ja mal ein Bild einblenden. Und wir müssen. Ich erinnere dich dran, okay? Ja, ich weiß ja nicht, wann ich den Scheiß schneide. So, wie komme ich da rein? E? Ah. Diesmal fahre ich. Okay, wo fahren wir überhaupt hin? So, Terra Nova. Ah, okay, gut, ja. Jakob ist übrigens auch noch mit dem Channel, aber der traut sich nicht, was zu sagen. Nee, traut er sich nicht. Okay, gut, dann auf geht's zu Terra Nova. Los, los, los! Lol. Ey, nein! Ich will mit! Nein! Ey! Hast du es bald mal? Ich bin gerade wieder ausgestiegen. So, heute übrigens auch mal im frisch aufgestandenen Look. Ja, du hast ja noch Ferien. Ja, genau. Es ist jetzt gerade 15:12 Uhr. 15:14 Uhr bei mir. Ja, nee, cool. Ja, bei mir sind's, ist es 12. Was haben wir denn? Typ Massenbeschleuniger, was? ADD 60. Alias The Loof Boat. Klasse, keine Ahnung. Genau. Impulskraft aktiviert. Geht auch sehr, sehr schnell. Okay. Ja. Hauptsache der Dolphin kommt jetzt nicht, ey. Sehr gut, Jakob. Ja. Ich bin in der Terra Nova. In welcher Richtung ist das Shuttle? So, Santos, Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Nur, dass der Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es ausschlachten. Super, also weiß niemand was Genaues. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. Oh, guck mal. Schwerer Standardraum. Alter. Willst du uns jetzt echt die ganze Folge lang mit Instant Buttons verbuttonen? Ich hab keine Ahnung, was er kommt. Oh, eine Anzugstelle. Ja, mach ich halt mal. Kapitel 5. Mit Verspätung ist zu rechnen. Oh, Alter! Ist der GEMA drauf, oder? Ich glaub nicht. Sowas? Ich glaub nicht. Das Luft brauche ich nicht. Panzerung. Ja, das nehme ich mal. Alter, ohne Witz, ne? Ohne Witz. Hauptsache, er sagt nichts. Ja, er macht nur den Scheiß hier, ey. So, ich habe mir jetzt. Einfach stumm schalten. Ich habe mir jetzt zwei Panzerungs- und einen Trefferpunkt-Upgrade gekauft. Kann ich noch. Mach mal hin jetzt. Gibt's noch einen neuen Anzug? Nö. Ich glaube mal kurz upgrade. Somatgel. Hab ich halt auch schon gefunden. Das Rick, ich hätte gerne mehr. Mir fehlen drei fucking Halbleiter. Okay, was habe ich denn hier eigentlich? Achso, ja, okay. Und was habe ich hier? Achso, Bolzenschuss habe ich hier. Ja, genau. Muss jetzt nur mal gucken. So, Fahrstuhlmensch, hallo. Hallo. Hallo? Zweites Stockwerk. Ach, musste man auswählen? Ja. Ah, okay. Konnte man gerade. Guck mal, ich habe auch sowas. Ich habe auch was Großes da. Oder was Kleines. Oder was Großes. Oder was Kleines. Woo! Ja, ist heute schon echt viel Spannendes passiert, ne? Sehr gut. Ey, Munition ist kostbar. Guck mal. Nein. Ich sag dazu jetzt nichts mehr, okay? Nee. Achtung, Energiereserven sind auf Standby. Okay. Frachtfunktionen sind offline.
Ey, Vincent, wo bist du? Alle bereithalten für Drosselung. Hier oben. Okay, hallo. Vincent? Ja? Hä? Wo bist du? Alter, hey, ich schieß den Medipack zu. Dreh ich hoch. Schon klar, ja? Schätzchen. Retro-Schub aktiviert. Medipack gerade geflogen. Ich finde die Endwandler und alles scheiße. Warum habe ich eigentlich so das Gefühl, dass mir hier gleich was entgegengesprungen kommt? Okay, Leute, Beeilung jetzt. Da hab ich einen Grafikbug. Wieso habe ich hier eine Upgrade-Platine? Schön. Oh Gott, hacken. Ei. Ja, dann viel. Ich mag das nicht. Das Hacken mag ich nicht. Ja, dann viel Spaß, ne? Ich kann dir nur zu. Ich kann nichts machen. So. Oh, das ging schnell. Oh, ah, Zack, hier. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Ach so, oh, ups. Na klar. Läufst du mal bitte? Das kriegen wir hin. Hallo? So, jetzt, ich wette, hier ist ein Lüftungsschacht. Okay, dann halt nicht. Da würden wir ja nicht hören, dass die da hinten rauskommen. Falls der Lüftungsschacht kaputt geht oder so. Oh, Ach, ich geh das hin. Mart, Gil. Ey. Oh, Alter. Ey, kaputt, du Arschloch. Boah. Meine Fresse. So, was haben wir denn? Ah, hier ein Spind, guck mal. Da ist sogar ein irgendwas Wandler. Oh, okay. EN-Wandler, wahrscheinlich. Mhm. Geh auf, danke. Ach, hier finden wir doch den Roboter. Echt? Ja. Ich höre gerade was Böses. Ich auch. Hinter uns. Ist es tot? Ist es tot? Jetzt. Oh, da kommen noch mehr. Ich guck mal hinter uns, okay? Ja, ja. Stört doch. Auf! Hä? Oh! Was liegt hier? Hydraulikantrieb! Lol, hier liegt ein Hydraulikantrieb! Den hab ich gefunden. Ja, ich muss mal was wegschmeißen. Das ist irgendwie immer ein volles Inventar, kann das sein? Ja, weil ich nie mich heilen muss. Huch. Wow! Wow, wow, wow! Lol, wie der weggeflogen ist, Alter! Was? Hinter mir! Ah! Boah, alter Schwede, ne? Mann, Vincent, pass doch mal auf dich auf. Ja, ich hab grad nachgeladen. Alter. So. Na, guck mal, Halbleiter. Ja, jetzt auf einmal kann ich wieder alles einsammeln. Draufhauen, draufhauen. Die Endwand. Ja, so Martgill, so kannst du immer einsammeln. Altmetall. Ah, da kann man wieder. Nee. Nee, okay. Wir müssen hier runter, aber. Ich opfer mich mal. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ah, hi. Ich hab den Roboter. Ah, nee. Oh, wow. Ich hab mich an eine andere Stelle erinnert. Ein alter Sucherbot. Könnte noch nützlich sein. Ja, ich, auf einmal stehe ich hier unten, ne? Ich hab grad nach oben gestanden. Ja, drei. Ja, hab ich ja. Radar gedrückt, ja, okay. Ich setz mein Hirn. Halt ich irgendwie für eine gute Idee. Ja, hier muss man hinsetzen. Echt? Hm. Ups. So, okay. Ja. Gut. Dann. Ja, lots mich mal, ich hab hier ein Explosionsfass. Jetzt mal hier weiter. Geh zurück! Oh, Alter. Jungs. Ah. Bei denen mit Plasma kann der auf die Arme zielen. Ich höre noch irgendwas. Da oben. Hallo? Nein, da. Okay, das ging schnell. War da was? Nö. Ah, ich habe das kleine Ding. Ah, lol. Hilfe! Ja, ich,
Ach du Scheiße, explosionshässlich, wie ich. Was? Ja, wo? So heißen die. Wo denn? Na, hier, das. Ja, stimmt. Hä? Geh weg. Einfach den Oberkörper abgetrennt, ey. Yo. Wieder heilen? Ja, hab ich. Ey, ich hätte so gelacht, wenn du es in den Lüftungsschacht reingehauen hättest und wir nicht mehr rangekommen wären, ne? Hatte ich eigentlich erst vor. Guck mal, eine Bank. Oh, ja. Och, nee. Oh, nee. Och, nee. Ich dachte schon... Erst auf die große Waffe. Warte. Einfach warten. Ach du Scheiße, die kleinen Viecher. Ey, ich hab was drauf. Na? Ist das weg? Warte. Jetzt. Okay, gut. Bank. Textlock. Gut. So, weil wir... Hydraulikantrieb. Schwerer hey, Standardrahmen. Jetzt kommt wieder das, was wir am meisten im Let's Play machen. Genau. Einfach an der Bank rumsitzen. Pläne. Kann ich da schon irgendwas? Nee. Da braucht man ja viel Alter, da braucht man ja mega viel Wolfram. Lol, da war was ich fast hätte herstellen können. Also, das ist ein anderes, dieses Nahkampftool. Einfache Strahlenkanone, okay. Oberes Tool, Telemetriebolzen. So. Ich baue mir gerade eine neue Waffe, unteres Tool. Lass mal klären. Nee. Standardspritze, nee. Tesla-Kern, Hydraulikantrieb, lol. Das ist ein Nahkampftool, das die Körperkraft des Nahkampf könnte gut sein. Nahkampf gegen ja, das passt vielleicht sogar ganz gut zu der Waffe. Standardspritze, lassen wir mal. Nee, das heißt gar nicht Spritze, das heißt ja Spitze. Hä? So, und dann baue ich meine erste Waffe, die kleine, baue ich jetzt auch mal zu einer großen um. Dann habe ich zwei große. Ich stehe so, auf große. Telemetriebolz mit elektrischer Aufladung, passt. So, Du kannst hier übrigens auch Erweiterungen herstellen, ne? Ja, das habe ich auch schon... Okay. ...gemacht, so. So, ich habe eine neue Waffe. Lass mal gerne Telemetriebolzen, machen wir mal oben hin. Unteres Tool machen wir mal... Ja. Ah. Tesla oder Plasma? Tesla schießt langsam, Plasma schießt schnell. Meine Telemetriebolzen schießt ja relativ schnell, das heißt, ich mache unten einen Tesla hin. Ich mache mal ein bisschen Muni. Erweiterung. Ey. Nee. 2-3 Medipacks. Munitionskiste kann ich mir da noch dran kleben und Upgrade-Platinen. Feuerrate würde zu der unteren passen. So, 4 mittlere, 3 kleine, 3, 2 Stasi-Packs. So. Das habe ich jetzt gelagert. Stopp. Kann weitergehen. Jo, jetzt muss ich erstmal gucken, wie meine neuen Waffen aussehen. Überhaupt so. So. Hast auch oben Telemetriebolzen oder was? Ja, aber schießt ein bisschen langsam, Alter. Und unten habe ich den, okay. Und wie sieht die hier jetzt aus? Warte, ich habe jetzt hier einen Nahkampf. So, hier. Ja, so. Ich muss nochmal umbauen. Ja, das kommt cool. Telemetriebolzen ist ein bisschen langsam. Ja, haut aber dafür rein. Wahrscheinlich. Wo habe ich denn jetzt eigentlich mein Elektro-Upgrade? Ach, hier. Ah, jo. Muss nochmal ein bisschen umbauen, warte. Warten finde ich schlecht. Ja, ich brauche meine Zeit. Wow! Diese kleinen hässlichen Viecher. Kannst du nicht einmal auf mich warten? Nee, ich habe sie schon getötet. So, hallo? Backstation, ja. Sicherheit. Backe Kuchen. Nee. Mehr so wie der Fehler. Hallo? Ach so. Was denn? Es geht nicht auf. Ja, warte, ich baue. Warte auf Partner. Ich brauche meine Zeit. Nee, ich stürze mich jetzt hier in den Lüftungsschacht.
Machbar. Nee, geht leider nicht. Schade. Schade. Waffen mit zwei Plasma-Cannen sieht auch interessant aus. Ja, macht auch vor allem Sinn, ne? Dann Militärantrieb und oben... Ich hab oben Militärantrieb und unten so ein Nahkampfding. Und dann bei der anderen Waffe habe ich oben Telemetriebolzen und unten hier diesen, ja, Plasma oder Tesla. Tesla, glaube. Junge, jetzt merke ich aus. Ja, gut, wir spielen dann heute hier den Wartensimulator. Warte. Heute mit dabei ein Schokocookie. Da. Warte, warte. Mit freundlicher warte. Unterstützung von Klebeband. Und, Was ist das am Schreibtisch? Ja, ne, ich muss ja mit Klebeband mein Handy am Stativ festkleben. Achso, okay. So, und dann, ja, keine Ahnung. Sponsoring von HDMI-Adapter oder so. Hoch. Runtergefallen. Boah, Junge, ey, was machst denn du? Ich tu grad noch Upgrade-Platinen verteilen. La 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 la. Was soll man denn hier eigentlich hängen? OC1, IMT, Scarf, Property. Ja, schau dir einfach noch ein bisschen hier so die anderen Sachen an. Oh, okay. Leute, hier lag doch vorhin noch ein Textlog. Voll. Guck mal, Lämpchen. Stand clear. Four Station. Steht hier. Kann man nicht lesen. Bin fertig. Boah, Wahnsinn, ey. Die Folge ist auch gleich fertig. Hätte ich vielleicht zwischen eine Folge einfach machen sollen. So. Scuff. Oh, meine Fresse, ey. Los geht's, ey. Boah, ist ja wie eine Oma hier, ey. Jetzt dreh. Danke. Guck da, Backstation. Lol. Run! Was ist es? An dem kommen die kleinen Viecher, wenn sie aufschießen. Jetzt friss doch. Waffe. Elfer. Okay, ich bin tot. Was? Tschüss. Wo? Ach du Scheiße! Teil reingekrabbelt. Jetzt werde ich zum Necromorph. Ja, nee, schaffe ich nicht. Tut mir leid, nee. Nee. Gut. Dann würde ich sagen, wir probieren das einfach in der nächsten Folge nochmal, ne? Nee, du machst die Tür jetzt nicht auf. Nein. Aus. Oder ich hau dir eins auf die Fresse. Ben, schnell die Folge los. Oh, Mann, ey. Okay, es ist tot. Da kommt noch so ein hässliches. Oh, ich hab keine Munition mehr, scheiße. Ja. Mich nachladen oder hast du keine mehr? Hä? Hab ich keine mehr? Lol, ich hab keine mehr. Ja, dann stell, geh bitte zur Bank und stell dir welche her, Alter. Sind sie tot? Lebt hier noch irgendwas? Da hinten kommt gleich noch was. Ja, Munition. Mama. Hallo? Ah. Da drüben hängt noch was in der Wand. Ah, Upgrade-Platine. Nachladen plus Schaden ist sehr gut. Da ist ein Lüftungsschacht. Hilfe! Da hinten kommt noch was. Oh. Nice. Ah, Munition liegt da rum. Hey, schau mal, wie der da buggt. Was? Wenn wir hier schon auf der Bugstation sind, dann schau ich ihn hier an. Nee, meine. Bei mir buggt da niemand. Nee, schon. Nee, bei mir. Ey, du stammst bei mir auf die Treppenstufe. Der hängt bei mir hier im Gelände mit drin. Ja, cool, bei mir liegt da. Oh, er ist weg. So, kann ich das hier irgendwie drücken oder sind das nur lustige. Ah, das sind nur lustige Knöpfe. Kann ich das drücken? Terra Nova Bahn. Ja. Okay. Achtung! Zugkollision registriert. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Ja, ich melde mich bei Cargo Operations. Lol, sind wir hier in der Gummizelle?
Leute. Hallo. Irgendwas blockiert das Bahnsystem. Lass mich auf Cargo die Leiter. Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Backer. Cool, ich sehe mir das mal an. Ja, Folgewenden? Ach so, ja, da war ja was. Ja, gut, ich kletter mal die Leiter hoch hier. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen hier durch unsere Gummizelle in der nächsten Folge weiter, ne? Hm. Und, ja. Ich habe gerade irgendwas gehört. Ah! Drück doch E! Boah. War's das? Können wir? Dürfen wir? Gut, würde ich sagen, machen wir kurz Pause. Ja, genau. Ja. Bis zum nächsten Mal. Adieu.